Wie fühlt man sich vor einer solchen OP? Erstmal sehr verunsichert, weil bis vor einem Jahr ich keine Beschwerden hatte. Und der massive Leistungsabfall jetzt eben zu solchen Handlungen Anlass gab. Zum Zweiten vertrauensvoll, weil man ja jemandem das Vertrauen schenken muss, auch mit einer gewissen Hoffnung, dass danach die Leistungsfähigkeit wieder gesteigert ist, die Belastbarkeit wieder besser wäre und man eigentlich auf lange Sicht alles richtig gemacht hat. Man ist voller Gefühle, hin und her gerissen. Aber eigentlich hoffnungsvoll und zuversichtlich, würde ich mal das bezeichnen. Zuversichtlich. Sonst wäre ich nicht hier. Wir sind hier im Klinikum Nürnberg an der herzchirurgischen Abteilung. Hier befinden wir uns im Herzgefäßzentrum. Das Klinikum Nürnberg ist hier das größte Krankenhaus in Bayern. Das Klinikum Nürnberg ist eines der größten kommunalen Häuser in Europa, hat 2300 Betten, über 7000 Mitarbeiter. Also ist ein recht großes Klinikum. Die Herzchirurgie gibt es schon seit 25, 26 Jahren hier. Der große Vorteil auch für die Herzchirurgie ist, hier haben Sie ein großes Netz an eigentlich allen Abteilungen, die man sich vorstellen kann, also verschiedene Fachdisziplinen. Wir machen im Jahr circa sicher 300 bis 400 Herzklappen, die wir implantieren, beziehungsweise dabei sind sicherlich auch Klappen, die wir rekonstruieren. Und von der Inspiris Resilia haben wir schon, glaube ich, über 70 implantiert mittlerweile. Ist auch eine neue Prothese, die letztes Jahr, glaube ich, auf den Markt gekommen ist. Und bisher waren wir recht zufrieden. Ja, der große Unterschied ist schon bei der Lagerung zu sehen. Die Bioprothese ist hier trocken gelagert. Normalerweise werden alle Bioprothesen feucht gelagert in einer Flüssigkeit. Das ist schon was Neues. Zusätzlich ist bei dieser Prothese zu sagen, dass sie ein spezielles Antikalzifizierungsverfahren durchgemacht hat. Das soll verhindern, dass diese Bioprothesen früh degenerieren. Das ist das Hauptproblem bei den Bioprothesen, die vor allem bei jüngeren Patienten, was ist jünger, also unter 65 Jahre, frühzeitig kaputt gehen, das heißt ungefähr nach 10 Jahren. Und diese Prothese soll länger halten. Der Vorteil von den biologischen Prothesen ist, sie müssen nicht ihr Leben lang antikoaguliert werden, im Gegensatz zu den mechanischen Prothesen. Das heißt, sie müssten Medikamente nehmen. Bei uns ist es so, dass sie perioperativ für die ersten 2 Monate noch Makuma bekommen oder antikoaguliert werden. Und dann setzt man das ab und sie leben so wie jeder andere Gleichaltrige, der nicht operiert worden ist. Zurzeit versorgen wir damit vor allem jüngere Patienten, die eben sagen, sie möchten eine Bioprothese haben aufgrund der besseren Lebensqualität. Wir haben sogenannte TAVI-Verfahren über den Katheter, dass wir über den Katheter eine neue Prothese in diese degenerierte Bioprothese einsetzen, dort hineinpressen. Und damit hat der Patient in diesem Rahmen allerdings dann eine neue Bioprothese. Das wäre die einfachste und minimalinvasivste Lösung. Das heißt, wenn der Patient zum Beispiel jetzt älter ist, nehmen wir an, er ist 80, über 80, vielleicht auch mit hohen Begleiterkrankungen, also eine höhere Komorbidität aufweist, dann ist es sicherlich für ihn eine sehr, sagen wir, wenig gefährdende Operation. Dieses sogenannte Valve-in-Valve-Verfahren, dass man also in die so eine alte kaputte Prothese eine neue über den Katheter einsetzt, meistens geht das sogar über die Leiste oder über die Herzspitze, das ist relativ neu, das ist erst in den letzten 10 Jahren hat sich das entwickelt und wird natürlich sehr gern durchgeführt, da unsere Patienten ja immer älter werden. Also so ein Aortenklappenersatz ist heute bei uns ein Routineeingriff. Das bedeutet, dass nach der Bypass-Operation eigentlich das die zweithäufigste Operation darstellt. Wir machen allerdings seit 2010 alle Chirurginnen und Chirurgen bei uns, die selbstständig operieren, diesen isolierten Aortenklappenersatz minimalinvasiv. Ja, das Team ist ganz wesentlich. Wir haben ja während so einem Eingriff eine Schwester, die uns instrumentiert. Und dann haben wir einen Kardiotechniker oder Kardiotechnikerin. Das heißt, das ist jemand, der die Herz-Lungen-Maschine bedient. Dann haben wir natürlich ein anästhesiologisches Team, meistens Kardioanästhesiologen. Das heißt, die spezialisiert sind auch auf Herz.
Und natürlich das chirurgische Team. Das besteht meistens aus einer Chirurgin oder einem Chirurgen, einem Assistenten oder Assistentin. Und dieses Team arbeitet gemeinsam. Je besser natürlich die eingespielt sind, umso lockerer läuft sozusagen die Operation von der Hand. Ich bin mit meinem Team eigentlich sehr zufrieden, habe ein super Team, habe ich sehr erfahrene Chirurginnen und Chirurgen, Gott sei Dank, die diese Eingriffe eigentlich sehr gut durchführen können. Ja, ich denke, dass Sie aufgrund unserer langjährigen Routine schon hier in sehr guten Händen sind. Ich denke, dass Sie hier aufgrund der vielen Fachleute hier exzellent aufgehoben sind. Und eigentlich ist dieser isolierte Aortenklappenersatz ein sehr schöner Eingriff, weil er für uns recht rasch funktioniert. Also bei der Operation, die wir gerade durchgeführt haben, hatten wir die verkalkte Aortenklappe ersetzt. Wir sehen hier zum Beispiel das Herz mit der Hauptschlagader und sehen hier als letzte Klappe im Herzen, linker Ventrikel, die Aortenklappe. Wir haben dafür nur einen kleinen Schnitt gemacht. Wir haben nur einen Teil vom Brustbein geöffnet, sodass wir praktisch genau hierher kommen an die Hauptschlagader. Wir schneiden dann die Hauptschlagader hier auf, machen eine quere Aortotomie, wie man das nennt, und stellen uns die Klappe von der anderen Seite sozusagen ein, schneiden die verkalkten Anteile heraus, tun schön den Annulus entkalken und messen dann, welche Größe wir von so einer Prothese brauchen. Legen dann einige Nähte vor, damit wir diese Prothese, Klappenprothese fixieren können. Und dann wird diese Prothese auf dem eigenen Annulus eingenäht. Und das war's schon. Dann wird die Hauptschlagader wieder verschlossen und das Herz beginnt wieder zu schlagen. Jeder Herzpatient, der bei uns mit der Herz-Lungen-Maschine operiert wird, geht primär mal auf die Intensivstation. Dort schaut man, ob der Patient schön stabil ist. Ich kam hierher, habe mich sehr schnell, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das ist ein sehr großes Team. Es sind aber auch immer wieder Fixpunkte, die man immer wieder sieht. Also die Helferinnen und Betreuerinnen waren sehr nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war alles sehr professioneller Umgang, auch mit den belastenden Momenten, und fand auch jetzt die Zeit, die Nachbearbeitung nach der OP selbst, äußerst vertrauenserweckend. Ich gehe heran, das ist eine tolle Technologie. Es ist eine möglicherweise in meinem Alter die ideale Technologie. Und was sind die Alternativen? Und die sind bei meiner Betrachtung definitiv nicht die besseren gewesen. Wir suchen uns natürlich schon die Prothesen aus, die für unsere Patienten vielleicht am besten sind oder wo wir halt der Meinung sind, dass wir die mit bestem Gewissen auch implantieren können und damit den Patienten was Gutes tun. Die Schlussfähigkeit meiner Klappe war halt nicht mehr da. Bin ich 10 Meter gelaufen, war ich erschöpft. Das bin ich zwar im Moment immer noch, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine große OP hinter mir. Aber ich bin jetzt nicht erschöpfter wie vorher. Also das sind jetzt schon Anzeichen einer gewissen Verbesserung. Es gibt natürlich eine Webseite. Es gibt natürlich das Herzgefäßzentrum, wo wir uns gerade befinden, wo man, das man kontaktieren kann. Und natürlich unser Sekretariat. Darüber läuft eigentlich, sagen wir, hauptsächlich die Anmeldung und die Terminplanung.